und herzlich willkommen zu Geblockt. Heute mit Ich einfach unverbesserlich 2. Außerdem natürlich mit meinen und euren Meinungen zum 3DS eShop. Und dazu haben wir noch einen sehr coolen Werbetipp und jede Menge Updates, mit denen es jetzt auch losgeht. Also bleibt unbedingt dran. Ja, Update Nummer 1. Ich habe mir einen neuen Bart wachsen lassen. Wie findet ihr ihn? Nein, kleiner Scherz. Das ist natürlich kein echter Bart, sondern künstlich. Und was habe ich damit vor? Nun, dieser Bart ist eine Requisite, die ihr bei Martins Spielraum vermutlich in Zukunft etwas häufiger sehen werdet. Was ich damit genau vorhabe, das seht ihr schon am Freitag, denn dann kommt die neue Ausgabe von Martins Spielraum und zwar nicht zu To Human. Und ich weiß, ihr denkt euch jetzt, oh mein Gott, er lügt, er hat gelogen, was für ein Arschloch, steinigt ihn mit Gesteins-Pikmin. Oder Kleinstein oder was auch immer. Nee, das hat sich so ergeben, dass ich jetzt erstmal Pikmin 3 vorstelle. Und genau aus diesem Grund wird To Human quasi um eine Ausgabe verschoben. Aber das Ganze wird auch im Video lustig thematisiert und erklärt. Also freut euch einfach auf Freitag, wenn es heißt Martins Spielraum Pikmin 3. Diese beiden habe ich übrigens von meinem Club, also aus dem Club Nintendo, von meinen Sternen mir bestellt. Weiß noch nicht, ob die auch im Video zum Einsatz kommen, denn bis jetzt habe ich die nicht eingeplant. Die sind ehrlich gesagt früher gekommen, als ich gedacht hätte. Normalerweise ist Nintendo leider sehr langsam, was solche Sachen angeht. Ja, mal schauen. Vielleicht baue ich sie noch ins Video ein. Mal gucken. Werdet ihr ja sehen. Denn ich hoffe, ihr schaltet am Freitag alle ein, sonst steinige ich euch mit Gesteins-Pikmin. Ja, was gibt's sonst Neues? Naja, eigentlich nur noch persönlichen Kram von mir, nämlich im August geht endlich meine Ausbildung los. Ich glaube, viele von euch haben es ja schon mitbekommen, dass ich eine Ausbildung mache beim Saturn in Aachen und die geht am 19. August eben los. Ich freue mich sehr drauf, denn nach der ganzen Zeit ohne ja, wirklichen Job, nachdem ich bei IGN gekündigt habe, wird es höchste Zeit, dass es bei mir weitergeht und ich habe echt Bock drauf. Und ja, ihr seid alle eingeladen, wenn ihr mal nach Aachen kommt oder in Aachen wohnt oder was auch immer. Ihr könnt mich gerne mal im Saturn besuchen kommen und mich nerven. Nein, bitte nicht. Bitte nicht nerven. Nee, aber ihr könnt gerne mal vorbeikommen und Hallo sagen, wenn ihr wollt. Ja, am 19. August geht's los. Ich freue mich sehr drauf und auf kurz oder lang werde ich dann auch hier ausziehen wieder und in eine WG ziehen. Hoffentlich irgendwo direkt nah bei Aachen. Zusammen mit zwei meiner Kumpels. Und da freue ich mich natürlich auch unglaublich drauf, wenn ich auch endlich hier wieder raus. Ich bin weg von meinen Eltern. So sehr es sie mag, ich bin jetzt in einem Alter und ich war ja schon ausgezogen. Da ist das echt nicht mehr so schön, zu Hause zu wohnen. Da muss man raus. Das geht gar nicht mehr, wirklich nicht. Und ja, außerdem habe ich dann auch für euch da draußen, ihr habt es ja schon mehrmals angesprochen und kritisiert, einen etwas interessanteren Hintergrund als das hier zu bieten. Denn das ist momentan wirklich das Fotogenste, was ich in diesem Zimmer zu bieten habe. Es ist einfach hier nicht besonders schön eingerichtet und alles sehr rudimentär, sehr provisorisch. Hier stehen jede Menge Umzugskartons, in denen meine ganzen Spiele liegen und ihr wollt es nicht sehen. Glaubt's mir. Das ist das Einzige, was ihr von meinem Zimmer sehen wollt momentan. Also, ja, freut euch drauf, denn in meiner neuen Wohnung wird es dann wieder etwas cooler, etwas ja, schöner und ich freue mich natürlich auch drauf, dass ich nicht mehr in so einem Osama Bin Laden Loch wohnen muss. Nein, Quatsch, das war gar nicht Osama Bin Laden, der im Loch gewohnt hat. Wer war es denn nochmal? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Hier, Irak. Egal. Das war sowieso eine politisch sehr unkorrekte Aussage. Also vergesst, dass ich das überhaupt gesagt habe. Jetzt ja, sind wir schon am Ende der Updates. Was heißt schon, das war diesmal mal wieder sehr viel. Und wir kommen jetzt zum Hauptthema. Und das ist, wie ich schon gesagt habe, Ich einfach unverbesserlich 2. Ja, ich war wieder im Kino, wieder ein Animationsfilm, als ob ich nur die gucken würde. Tatsächlich wollte ich eigentlich in Pacific Rim gehen, aber das Problem war einfach, letzte Woche an meinem Geburtstag, beziehungsweise am Samstag, ich habe meinen Geburtstag am 14. Juli reingefeiert, da lief Pacific Rim halt noch gar nicht und deshalb mussten wir in einen anderen Film gehen. Ich war halt mit meinem Freund dann in Ich einfach unverbesserlich 2 und da mir nichts Besseres eingefallen ist als Hauptthema, habe ich mir gesagt, erzähle ich mir euch doch mal wieder, was ich von diesem Film so halte, wie ich das schon bei der Monster-Uni getan habe. Nun, das Problem ist aber, und das ist auch gleich mein erster Kritikpunkt am Film, ich erinnere mich gar nicht mehr an so viel. Also die Handlung und sowas, das ist mir alles schon noch klar, aber so ein wirklich ins Gedächtnis gebrannter Gag oder so etwas, wo ich sage, haha, das war ja so lustig, das gibt's gar nicht. Also, verstehe mich nicht falsch, der Film war lustig, der hatte schon Stellen, wo ich gelacht habe, aber nicht so sehr, dass
ich mir das irgendwie gemerkt hätte und jetzt jedem sagen würde, hey, die Szene, boah, der Hammer, sondern ja, es war halt nett, es war halt lustig, es war schön, es war gut, aber mehr auch nicht. Ich fand auch Ich einfach unverbesserlich 2 schon nicht so der Oberhammer. Ich fand ihn gut, aber auch nicht mehr. Die Minions sind natürlich der heimliche Star des Films gewesen. Und das ist beim zweiten Teil nicht anders. Die Minions haben, glaube ich, schon die meisten Lacher. Da fällt mir doch was ein. Aber das ist dummerweise genau das Ende. Also sagen wir einfach mal so, am Ende covern die Minions so ein paar Songs zu einem Anlass in diesem Film. Und das ist schon eine sehr lustige Szene gewesen und da musste ich mich echt am Ende nochmal besicken. Genauso wie die Credits. Also bleibt unbedingt für die Credits im Kino sitzen. Die sind auch sehr lustig. Lustiger als der Film fast schon. Ist das jetzt traurig oder ist das... Naja, egal. Ja, er war auf jeden Fall, wie ich schon gesagt, gut. Kurz zur Handlung und damit muss ich ja leider quasi den ersten Teil so ein bisschen spoilern. Also haltet euch, falls ihr den ersten noch nicht gesehen habt und es nicht wissen wollt, die Ohren zu, bis ich so mache. Okay? Gut. Also, 1, 2, 3, los. In Ich einfach unverbesserlich 1 ging es ja um Gru, der ein Bösewicht war, aber dann mit 3 Mädchen zusammenkam und die haben ihm so ein bisschen sein Herz erweicht, sagen wir mal. Und ja, jetzt im zweiten Teil ist er eben aus dem Bösewicht-Business ausgestiegen und die 3 Mädels wohnen bei ihm und er ist quasi zu einem Vater mutiert und ja, er stellt jetzt quasi statt bösen Plänen die Freiheitsstatue und den Mond zu klauen und was weiß ich, stellt er jetzt Marmelade her oder sowas, Gelee, irgendwie sowas in dem Dreh, was aber dummerweise ekelhaft schmeckt. Tja, kann mal passieren, ne? Und ja, jetzt wird er eben aber angeworben von irgendeinem FBI-Agent-Kram, die halt quasi wollen, dass er mit seiner Erfahrung als Bösewicht dabei hilft, einen anderen Bösewicht zu schnappen, mit einem sehr finsteren Plan. So, das war's zur Story. Jetzt, ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe den Film sogar in 3D gesehen, weil mir nichts anderes übrig geblieben ist. Ja, war so okay. Ich weiß nicht. Mir gibt 3D echt selten was. Es gibt, glaube ich, insgesamt 3 Filme, wo ich das 3D richtig gut fand. Avatar, Drachenzähne leicht gemacht, bester 3D-Film aller Zeiten, 3-mal unterstrichen, und Der Hobbit. Das waren die 3 Filme, wo ich 3D cool fand und nicht bereut habe, dafür mehr zu bezahlen. Alle anderen Filme, brauche ich nicht, ne? Ja, was gibt's noch zu sagen? Wenn ihr den ersten Teil genial fandet, dann solltet ihr auf jeden Fall reingehen. Ich glaube, der erste ist ein Tick besser, fand ich so persönlich. Aber es sind beides gute Filme, aber meiner Meinung nach auch nicht so der Oberhammer. Also, wie gesagt, wer den ersten richtig, richtig geil fand, der muss in den zweiten reingehen. Aber ich glaube, das hättet ihr jetzt nicht gebraucht, dass ich euch das sage, oder? Ihr wart wahrscheinlich eh schon im Kino. Naja, ja, gibt's noch irgendwas zu sagen? War halt ein guter, netter Film, der sich aber nicht wirklich in mein Gedächtnis gebrannt hat und den ich mir jetzt auch nicht an Tag 1 auf Blu-ray besorgen muss, sonst dreh ich durch oder so. Kommen wir zur Frage der Woche. Genauer gesagt erstmal zur letzten Frage der Woche, wie wir das immer so schön tun. Und da hat euch Mario gefragt, was denn eure Meinung zum 3DS eShop ist. Und naja, der Tenor war schon eher so lala, würde ich mal sagen. Und da das eigentlich so der allgemeine Tenor ist, muss ich da gar nicht so viel zu sagen, sondern lasse einfach mal wieder eine Videoantwort für sich sprechen, nämlich mal wieder vom Gute-Laune-Typ-Supporter Mario, der sich ja schon häufiger hier zu Wort gemeldet hat, dem ich an dieser Stelle einfach mal von ganzem Herzen Danke sagen möchte, dass er sich hier so reichlich beteiligt und alle anderen lade ich auch ein. Schickt uns Videoantworten, denn Videoantworten sind echt super. Also, viel Spaß mit der Videoantwort. Ja, hallo Martin. Ich denke, der 3DS eShop ist eher ein... Naja, es ist eher ein Flop. Also ich sehe es eher so zwiegespalten. Weil es gibt sehr gute Spiele, wie zum Beispiel Mutant Mutes oder generell die älteren Spiele, weil ich bin noch nicht so alt und kann dann Spiele nachholen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Aber sonst hier auf dem Ding... Ich meine, ich habe Karten dafür gekauft, 15€ und für mehr Geld. Und da muss ich ganz lange suchen, bis ich was finde. Und auch wenn es eine gute Bewertung hat, ist es meistens dann nicht gut oder es kostet 10€. Und das möchte ich dann halt dann nicht für ausgeben. Und außerdem sind die Spiele dann meistens zu kurz. Oder es bringt einfach keine Innovation. Also ich sehe das zwiegespalten und wenn da nicht mal bald was Neues kommt, dann wird das nichts mit dem 3DS-Shop.
Ja, sonst bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, wie schon gesagt, das war so der allgemeine Tenor. Es gibt ein paar Geheimtipps, es gibt ein paar wirklich nette Spiele, aber die meisten von euch finden durchaus, dass die Spieleauswahl, sagen wir mal, verbesserungswürdig ist. Einige haben auch geschrieben, dass sie mit Download-Titeln allgemein nichts anfangen können und deshalb halt auch ja, sich keine Spiele runterladen, logischerweise. Das ist bei mir ja auch so ein bisschen der Fall, ihr kennt das ja, ich mag lieber Spiele als Retail-Fassung, eben im Sinne von wirklich was in der Hand halten und so. Das habe ich mir übrigens letztens gekauft. Ja, aber ich habe durchaus ein paar 3DS eShop-Spiele und mit ein paar meine ich zwei. Das ist zum einen das eben erwähnte Mutant Mods oder wie man das auch mal nennt. Mutant Mods, Mutz, egal. Das ist ein sehr cooles Jump'n'Run, was auch sehr fordernd ist, was wirklich sehr spaßig ist. Ich glaube, das ist jetzt auch für die Wii U rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist irgendwie so eine Deluxe-Version oder so. Es gibt es auf jeden Fall auch für den PC, das weiß ich. Kann man sich nämlich bei GOG.com runterladen zum Beispiel. Naja, auf jeden Fall, das ist ein sehr cooles Spiel. Und ansonsten habe ich noch das von Mario erwähnte Pull Blocks, was auch sehr cool war, vor allen Dingen, weil bei uns auf Tendo da auch eine Zeit lang wirklich aktiv quasi jeder seine Puzzles untereinander getauscht hat, die man erstellt hat. Und da waren einige sehr kreativ und haben sehr coole Sachen gemacht. Wir hatten da ja auch so ein sehr cooles Gewinnspiel, wo man so Tendo-Puzzles erstellen musste. Das war sehr cool, hat sehr Spaß gemacht und deshalb habe ich den Download von diesem Spiel auch nicht bereut. Ansonsten habe ich mir eigentlich nur, ja, eigentlich fast gar nichts runtergeladen. Alles, was ich sonst so runtergeladen habe, waren entweder Retro-Titel, halt sowas wie Link's Awakening habe ich zum Beispiel oder Shantae habe ich mir jetzt geladen, was jetzt raus ist und was ich nur wärmstens empfehlen kann. Eines der geilsten Jump'n'Run-Adventure-Spiele überhaupt. Immer noch unterschätzt, obwohl es schon so ein Geheimtipp im Netz ist. Und davon gibt es auch ein cooles DSiWare-Spiel, was auch fast genauso genial ist. Ja, aber an 3DS eShop-Titeln gibt es eigentlich sonst kaum was, was ich mir geholt habe, was ich gespielt habe. Weil es einfach, es gibt zwar nette Titel, aber zum wirklich Must-Have. Es gibt noch ein paar Spiele, die ich mir angucken werde, die ich mir vielleicht runterladen werde. Das wäre zum einen Princess Code oder wie das heißt. Das ist so ein Hack-and-Slay-RPG, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zum anderen ein Spiel, von dem ich noch nicht sehr viel weiß, außer dass mir viele Leute das Spiel empfohlen haben und dass viele sagen, das Spiel wäre richtig geil. Das heißt, glaube ich, Night Sky oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube Night Sky. Das ist ein wirklich cooler Geheimtipp, glaube ich, aber ich habe es halt selber noch nicht gespielt und mich auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt, daher kann ich dazu noch nicht viel sagen. Sobald ich das mal gespielt habe, kann ich euch ja gerne mehr dazu sagen, aber ich habe wirklich gehört, das soll mit bis jetzt das beste 3DS eShop-Spiel überhaupt sein, also schaut euch das Spiel auf jeden Fall mal an und ja, ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr das Spiel gespielt habt und ja, eine Meinung dazu habt. Ja, ansonsten gibt es leider wirklich von meiner Seite aus nicht so viel dazu zu sagen, weil ich den 3DS eShop leider auch nicht wirklich intensiv benutze. Da habe ich mir bei WiiWare und jetzt auch schon auf der Wii U schon mehr Spiele runtergeladen. Auf dem 3DS vernachlässige ich das so, wenn überhaupt, eigentlich Testmuster quasi, ne? Dass ich mir halt ein Spiel umsonst runterladen kann. Da habe ich zum Beispiel jetzt Starship Demray runtergeladen. Findet ihr übrigens auch im Test auf Tendo.de zu. Ja, verlinke ich mal in der Beschreibung. Denn das ist auch so ein, naja, für Adventure-Freunde ist es was, aber auch ist wieder nichts wirklich Großartiges. Es ist halt so, okay. Und jetzt spiele ich gerade ein, mein Computer geht gerade an. Ich hoffe, der Sound stört euch jetzt nicht zu sehr, tut mir leid. Mein Computer hat irgendwie die Angewohnheit, wenn ich ihn auf quasi Energiesparen stelle, dass er irgendwann einfach wieder angeht. Wie er lustig ist. Was wollte ich sagen? Ah ja, ich teste gerade auch noch so einen Wraith-Rates-Klon für den 3DS eShop, aber das ist richtig schlecht. Also, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt, aber das ist nicht gut, wirklich nicht gut. Ja, kommen wir zur neuen Frage der Woche und ich habe mir gedacht, was könnte ich denn jetzt als nächstes großes Thema machen? Und ich möchte quasi die komplette nächste Ausgabe, wenn nicht jetzt irgendwie was Aktuelles kommt, was ich unbedingt thematisieren muss, um Pokémon gestalten, denn ich bin wirklich sehr heiß auf Pokémon X und Y und fresse momentan jedes Update, was so kommt, weil ich wirklich mich tierisch auf dieses Spiel freue. Ich habe bis jetzt jede Pokémon-Generation gespielt und habe leider die letzten beiden gar nicht durchgespielt, weil ich mir irgendwann ist die Lust einfach weg gewesen. Also
bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe sogar Diamond und Pearl schon nicht durchgespielt. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich glaube, ich hatte Diamond oder Pearl. Ja, und Weiß und Weiß 2 hatte ich und habe beide nicht durchgespielt. Irgendwie so mittendrin so Lust verloren. Weiß nicht, woran es liegt, weil eigentlich finde ich die Spiele trotzdem immer noch gut. Aber naja, mal schauen. Ich bin jedenfalls sehr heiß auf X and Y. Und deshalb will ich von euch wissen, was ist eure Meinung zum Thema Pokémon? Steht ihr noch total auf die kleinen Taschenmonster oder sagt ihr, ist die überhaupt nicht mein Ding, so wie Mario zum Beispiel? Was sind eure Wünsche für das Franchise? Sagt mir einfach alles, was euch zu Pokémon auf dem Herzen liegt. Und dann werden wir nächste Woche eine ganz große Pokémon-Themensendung machen. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, das war's jetzt schon zur Frage der Woche und wir kommen jetzt zum Webtyp. Ja, ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass der Webtyp diese Woche etwas ganz Cooles ist und damit habe ich nicht gelogen, will ich meinen. Denn es geht um einen sehr guten Kollegen von mir, mit dem ich auch schon ein bisschen zusammengearbeitet habe und mit dem ich in Zukunft auch noch gerne mehr zusammenarbeiten möchte. Nämlich um Dirk, besser bekannt auf YouTube als Nostalgie64. Und besser bekannt heißt leider nicht wirklich bekannt. Denn er hat 350 Abonnenten, glaube ich, momentan aktuell. Und ich bin der Meinung, dass dieser Kerl für das, was er tut, sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um euch auf diesen Kanal hinzuweisen. Den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung und ich lade euch alle herzlichst dazu ein. Klickt auf den Link, schaut euch den Kanal mal an, schaut euch ein paar Videos von ihm an. Es gibt sogar eins, wo ich mitmache, vielleicht findet ihr das ja. Ich sag mal nicht, welches es ist, dann habt ihr so einen Anreiz, ein bisschen querbeet zu gucken. Also wirklich, ich bin der Meinung, er macht richtig coole Videos. Es geht natürlich bei ihm vor allen Dingen um N64-Spiele. Wer hätte das bei diesem Namen gedacht? Verrückt! Und da stellt ihr auch einige N64-Spiele vor, die kaum einer kennt. Also einige sogar, die ich nicht kannte. Und darüber hinaus hat er jetzt aber auch schon so ein paar SNES-Videos gemacht. Ich glaube, er nennt das dann Downgrade oder so. Und wirklich, ich kann es euch nur wiederholen, er macht wirklich coole Reviews, wirklich coole Videos, sehr lustig, sehr informativ, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Und ich mag ihn sehr, ich mag seine Videos sehr und deshalb beide Daumen nach oben. Schaut euch diesen Kanal mal an und gebt ihm eine Chance. Und ich will, dass er mindestens 100 Abonnenten dazu kriegt, sonst haue ich euch allen auf die Fresse. Nein, ich bewerfe euch mit Steinpigments. Was sonst? Das ist leider kein Steinpigment, aber egal. Ich habe nicht getroffen. Nächster Versuch. Ich glaube, das ist so instinktiv noch die Angst, dass ich die Kamera kaputt mache, obwohl ich damit wohl kaum Schaden anrichten würde. Deshalb werfe ich immer so halb daneben. Oder ich bin einfach schlecht. Ich werfe wie ein Mädchen. Ha, getroffen. Ja, das war's jetzt schon. Wie gesagt, schaut mal rein und ich will sehen, dass diese Abonnentennummer nach oben geht. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, das war's für diese Woche fast schon. Bleibt mir nur noch zu sagen, was diese Woche noch kommt. Aber dafür mache ich jetzt gar keinen Bumper, weil ich hab's schon gesagt. Diese Woche kommt am Freitag noch Martin Spielraum zu Pikmin und das war's leider. Ja, yeah. Momentan ist ein bisschen tote Hose, Sommerloch bei uns und ich hoffe, wir nehmen bald wieder Tempo auf. Aber naja, bei mir muss ich jetzt auch vieles erstmal einspielen, wie in der Ausbildung, ich hab's ja erwähnt. Mal gucken, wie das alles so wird, ob ich dann überhaupt noch wöchentlich dieses Format machen kann. Ich weiß es alles nicht, ne? Das wird sich jetzt zeigen. Also die nächsten Wochen werden spannend und ich hoffe, ich sehe euch alle am Freitag mit meinem Martin-Spielraum zu Pikmin 3. Wird sehr cool, wird sehr lustig, wird sehr informativ und ja, ihr schaltet nicht ein und wehe, ihr abonniert nicht Nostalgie64. Denkt dran, Steinpigments. Das habe ich jetzt oft genug gesagt. Also macht's gut, bis dann, euer Martin und ja, wir sehen uns Freitag.